Herzlich willkommen, es ist wieder Donnerstag und das heißt, wir sind bei einer Top 5. Was macht man eigentlich nach der Bescherung am Heiligabend? Stimmt, die Verwandten entweder verprügeln oder rausschmeißen. Oder man könnte sie ja gemeinsam auf die Couch schauen und einen Film gucken. Ah ja, daher zeige ich euch heute die Top 5 der besten Weihnachtsfilme, die man halt dann gemeinsam danach noch gucken könnte. Auf Platz 5 haben wir etwas Ausgefallenes und zwar Versprochen ist versprochen. Ein Arnold Schwarzenegger-Film. Wie kommt der denn hier hin? Ich erkläre euch das. In dem Film geht es darum, dass Arnie ein vielbeschäftigter Businessmann ist, der kaum noch Zeit für seine Familie hat. Er versetzt seinen Sohn zum wiederholten Male und um es wieder gut zu machen, verspricht er ihm einen von den heiß begehrten Turbomen zu Weihnachten. Er macht sich am Weihnachtstag auf, um einen zu besorgen, muss aber feststellen, dass er überall ausverkauft ist. Eine Jagd um Turboman beginnt und er liefert sich eine Schlacht mit seinem Rivalen, dem Postler oder dem Postboten auf Deutsch, um den wohl letzten Turboman der ganzen Stadt zu ergattern. Es passieren viele lustige Dinge im Verlauf des Films und es passieren viele schräge Dinge vor allem auch, was dann in einer Parade endet, um nicht genauer einzugehen. Und so bleibt mir zu versprochen, ist versprochen nur noch eins zu sagen. Let's get to the Ficker! Auf Platz 4 habe ich für euch die Muppets Weihnachtsgeschichte. Warum ist sie hier gelandet? Weil sie sich ganz knapp gegen die Disney Weihnachtsgeschichte durchgesetzt hat. Und wir reden nicht von der mit Jim Carrey, die hasse ich nämlich. Und auch der Grinch hat es auf die Liste geschafft, weil ich Jim Carrey einfach nicht mag. Und dementsprechend haben wir die Muppets hier. Es gibt halt für diese klassischen Weihnachtsgeschichte mit den Weihnachtsgeistern gibt es gefühlt 5000 Varianten. Ich habe mich heute einfach für die Muppets entschieden und erkläre euch jetzt ganz kurz, um was es in der Geschichte geht. Der verbitterte und geizige Geschäftsmann Ebenezer Scrooge wird von seinen Mitmenschen aufgrund seines unzugänglichen Charakters gefürchtet und gehasst. Besonders unter seiner Hartherzigkeit zu leiden haben sein Gehilfe Bob Cratchit und dessen Familie. In der Nacht vor dem Weihnachtsfest besuchen Scrooge jedoch drei Weihnachtsgeister, die ihm anhand der Weihnachtsfeste seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eindringlichst seine Fehler und Versäumnisse vor Augen führen. Durch die Besuche der Geister geläutert, erkennt Scrooge die wahre Bedeutung von Weihnachten. Wie gesagt, auch die Disney-Variante mit Mickey Mouse, Donald Duck und so weiter kann ich euch sehr empfehlen. Was ihr hier gesehen habt, ist natürlich Kult und sollte man kennen. Zumindest die Geschichte an sich sollte jedem bekannt sein. Wer die nicht gesehen hat, lebt echt hinterm Mond. Auf Platz 3 haben wir Annabelle und die fliegenden Rentiere. Ein sehr, sehr süßer Film aus meiner Kindheit, den habe ich sicher gefühlte 50 Mal gesehen und meine Familie durfte den mit mir gucken, denke ich mal. Und ich stehe einfach total auf dem Film und finde, dass es einer der schönsten Weihnachtsfilme überhaupt ist. Und daher hat er es auf die Liste geschafft. Aber um was geht's? Annabelle ist ein Kälbchen, das an Weihnachten geboren wird, also am Heiligabend. Von ihrer Mutter und anderen Tieren, einem Pferd, einem Schwein, einem Hahn und ein paar weiteren Stallbewohnern erfährt sie, dass die Tiere im Stall zu Weihnachten vom Weihnachtsmann persönlich besucht werden, der ihnen für einen Tag die Gabe verleiht zu sprechen. Als der Weihnachtsmann erscheint, ist die kleine Annabelle begeistert von den fliegenden Rentieren, die seinen Schlitten ziehen. Sie beschließt auch, ein Rentier des Weihnachtsmanns werden zu wollen. Jedoch verspricht ihr der Weihnachtsmann, dass sie sich im nächsten Jahr sein Rentieren anschließend nach, wenn sie ein wenig älter ist. Annabelle freundet sich sehr schnell mit einem Jungen namens Billy, dem Enkelsohn des Bauern, an. Billy ist nicht wie andere Kinder in seinem Alter, denn er spricht seit einigen Jahren kein einziges Wort mehr. Grund dafür ist, dass er eines Nachts in der Scheune übernachtete und diese genau zu Weihnachten anfing zu brennen. Im Brand verlor er beide Eltern. Seitdem wird er außer von seiner besten Freundin Emily von anderen Kindern verspottet und ausgegrenzt, insbesondere von den beiden Söhnen des Nachbarn Gus Holder. Zusammen erleben Billy, Emily und Annabelle viele Abenteuer, wobei sie auch den Gartenzaun des Nachbarn zerstören, als sie mit einem Schlitten durch die Gegend fahren. Gus Holder, ein verbitterter, mürrischer Mann, verlangt als Entschädigung für seinen Zaun Annabelle. Da aber Billys Großvater weiß, wie sehr sein Enkel an dem Kälbchen hängt, verkauft er stattdessen schweren Herzens eine Spieluhr. Die Spieluhr, die einst Billys Mutter, sprich seiner Tochter Sarah, gehörte. Zur selben Zeit entbrennt zwischen Billys Großvater und Billys Tante ein Sorgerechtsstreit. Die Tante will Billy zu sich nehmen.
Es klingt alles sehr, sehr traurig und negativ so im Nachhinein. Aber der Film ist wirklich toll und ihr solltet den unbedingt mal gucken. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr den auch denen zeigen. Es sind wirklich zwei, drei Szenen drin, wo man ein Tränchen verdrücken muss dann. Gerade als Kind ein Tränchen verdrücken muss. Und wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Film. Auf Platz 2 haben wir den wesentlich weniger schweren Kevin allein zu Hause. Und der ist, sieht man eigentlich jedes Weihnachten mehrfach im Fernsehen. 1 und 2, weil beide Filme gut sind. Und danach tun wir so, als hätte es die nie gegeben, weil die mit jedem Teil immer schlechter wurden. Um was geht's in Kevin allein zu Hause, falls den irgendwer nicht kennt? Die Familie von Kevin fährt über Weihnachten nach Paris. Doch durch einen Stromausfall verschlafen sie und vergessen Kevin, weil aus Versehen ein Nachbarskind mitgezählt wird, als überprüft wird, dass alle da sind. Erst im Flugzeug merkt die Mama, dass sie Kevin vergessen hat. Und der junge Mann denkt sich, sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Juhu! Denn er hatte sich seine Familie weggewünscht. Er kostet das Leben allein zu Hause aus und da gibt's die schöne Szene mit dem Rasierwasser im Gesicht. Doch ich glaube, die feuchten Banditen hießen sie, wollen ihm sein Haus ausräumen, also ihn überfallen. Er beginnt sich zu Wehr zu setzen, während seine Mutter verzweifelt versucht, zurückzukommen. Was halt zur Weihnachtszeit eher schwierig ist. Und er bekämpfte diese Banditen, von denen einer Joe Pesci ist, der halt in vielen Mafia-Filmen mitgespielt hat und richtig, richtig böse war. Mit handelsüblichen Mitteln sich zu wehren, also mit Farbdosen, mit Zwecknadeln und so weiter und so weiter. Und es ist eine lustige Komödie für die ganze Familie, sollte man unbedingt mal gesehen haben. Und die Nummer Uno ist... Wer kann es erraten? Er hätte es erraten. Natürlich, Stirb langsam 1 und 2 läuft jedes Jahr auf Weihnachten am Heiligabend um 22.15 Uhr in der Glotze oder Teil 2 dann dementsprechend am nächsten Tag um 22.15 Uhr in der Glotze. Richtig geraten. Für mich ist es wie der Weihnachtsbaum zu Weihnachten gehört. Stirb langsam zu Weihnachten. Und ich habe ein bisschen rumgefragt und viele finden es genauso wie ich. Und sind große Fans von Stirb langsam 1 und 2. Den Plot muss ich glaube ich nicht mehr erklären. Weihnachten ist ja für John McClane immer sehr unglücklich. Er will sich in der Regel mit seiner Frau bzw. Familie treffen und alles klappt. Ende. Ach nee, das war nicht das richtige Plot-Zusammenfassungsdings. Im Endeffekt ist es bei beiden Filmen so, irgendwelche Terroristen halten ihn immer davon ab, dass er sich mit seiner Familie trifft oder eben überhaupt das Meeting mit denen zusammenkommt. Und im ersten Teil ist es so, dass im Nakatomi Plaza, ein riesen Gebäude, die Weihnachtsfeier von der Firma seiner Frau stattfindet. Und Terroristen haben die tolle Idee, sie zu überfallen, während John McClane drin ist. Was irgendwie so ein bisschen wie Chuck Norris inzwischen funktioniert. Und er wehrt sich natürlich als einziger und hält dann das Ganze auf, um im zweiten Teil auch wieder zu Weihnachten am Flughafen seine Frau abholen zu wollen. Und was passiert? Richtig, Terroristen überfallen den Flughafen. Ja, also John McClane hat nicht so viel Glück mit Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Und vielleicht dank meiner Filmauswahl hier, dass ihr hier die Chance habt, tatsächlich dann die Weihnachten auf der Couch zu verbringen, eine schöne Zeit zu haben. Und ich hoffe, und das tue ich wirklich, dass ihr alle ein ruhiges und gesegnetes Fest habt. Mit schönen Filmen, einen Haufen Glühwein, Kinderpunsch, je nachdem wie alt man ist. Und wünsche euch hiermit nochmal ein frohes Fest. Wir sehen uns dann kurz vor Silvester nochmal. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.